Du wirst mir zustimmen, unsere Zeit hat sich im Vergleich von vor 50 Jahren dramatisch verändert und auch beschleunigt. Nicht nur die politischen Krisen sind viel größer als noch vor 50 Jahren, auch die Geschwindigkeit hat sich natürlich beschleunigt und verändert. Und all dies, die ganze Weltlage und diese Steigerung der Geschwindigkeit ist Stress für uns, für unseren Körper, für unser Nervensystem, auch für unsere Seele. Und wir werden dir jetzt hier bei Welt im Wandel TV eine ganz einfache Möglichkeit zeigen, ins Bewusstsein bringen, wie du mehr Frieden und mehr Harmonie und Entspannung in dein Leben bringen kannst. Lieber Nikolaus, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt dieses wunderbar harmonische und entspannende Interview machen können, weil auch für mich ist es wahnsinnig wichtig, einen friedlichen Alltag zu haben, ein friedliches Leben zu haben und vor allem in Harmonie zu sein. Jetzt bist du ja, du hast eine Firma, die heißt Blooming Life und du beschäftigst dich da mit Energie. Das ist ja dein Lebensthema, sage ich jetzt mal, das Arbeiten mit Energie und deswegen auch eben die Energie von Harmonie und Frieden. Ganz ehrlich jetzt, ganz persönlich, ja, auch für unsere Zuschauer mal die Wahrheit. Wie machst denn du das, bevor du jetzt die Nachrichten anschaust? Meditierst du vorher, sodass du ganz gelassen bist, wenn du jetzt die nächste Katastrophe hörst? Oder wie machst du das? Also zunächst mal, ich schaue gar keine Nachrichten. Das hält mich viel, viel besser im Frieden und ich kann besser bei mir bleiben. Nein, ganz im Ernst, natürlich informiere ich mich auch über das Weltgeschehen. Das ist ganz klar. Allerdings versuche ich in dieser Situation, so schlimm die Nachrichten auch sein mögen, immer bei mir zu bleiben. Das heißt, ich versuche mich nicht zu involvieren. Ich versuche hier keine Emotionen zu entwickeln. Ich schaue schon, was macht es mit mir, wenn sich etwas rührt? Dann achte ich darauf und versuche herauszufinden, was für mich persönlich der Trigger ist an dieser einen Situation. Aber ich versuche so gelassen wie möglich zu sein und ganz bei mir zu bleiben dabei und mich vom Außen nicht zu sehr ablenken zu lassen. Denn das ist der Hauptpunkt, weshalb Nachrichten im negativen Sinne bei den Menschen funktionieren, weil sie den Fokus vom Innen immer auf das Außen lenken. Und die Menschen haben dann das Gefühl, dass sie im Außen was ändern müssten. Aber genau das ist der falsche Ansatz. Der Frieden beginnt nicht im Außen, sondern im Innen. Alles hat in uns seinen Anfang und letztendlich erschaffen wir aus uns selbst heraus. Das heißt, wenn wir in uns im Frieden sind, dann wird sich auch der Frieden im Außen zeigen, weil das Außen ist nur ein Spiegel unseres inneren Zustandes. Wie sieht es in uns aus? Ja. Ich sage dir jetzt mal ganz ein praktisches Beispiel. Es ist einfach so, wenn ich jetzt die Straße entlang gehe und überall die Schlagzeilen in den Zeitungsständern sehe, keiner kann sich mehr die Mieten in München leisten, nächste Mieterhöhung, München nur noch für Millionäre, dann gehe ich da vorbei und dann macht es was mit mir, weil ich wohne auch zur Miete und dann ist es schwierig bei mir zu bleiben und zu sagen, ich kann mir meine Miete immer leisten, ich bin versorgt, ich bin sicher. Es ist einfach dieses Kontinuierliche. Oder das Gleiche ist, wenn ich jetzt wieder mitbekomme, okay, neuer Konflikt, Iran, jetzt, dann der Konflikt mit Tel Aviv ist auch schlimm gewesen, der Ukraine-Krieg, diese ständigen Stacheln. Es ist wahnsinnig schwierig für mich, wirklich ganz bei mir zu bleiben, um mich nicht mitziehen zu lassen. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich merke, wenn ich Tage habe, an denen ich stabil bin, ja, an denen ich also wirklich sehr meinen Körper spüre, dann macht mir das nicht so viel aus. Aber manchmal bin ich sehr im Verstand und im Denken, dann ist es irgendwie, dann bin ich nicht so sehr bei mir und dann macht es mir viel aus. Was gibt es denn für eine Möglichkeit, um mehr mit seinem Körper verbunden zu sein, wenn es auch außen stressig ist? Also das Wichtigste ist zunächst einmal wieder bei sich anzukommen. Und das schafft man, indem man einfach mal alles beiseite legt und ruhig atmet, sich auf den Atem fokussiert und dadurch sammelt man sich wieder. Ja, wir kommen wieder in uns an. Und wenn wir in uns ankommen, dann sind wir grundsätzlich mal stabiler. Dann werden wir nicht so wie ein Blatt im Wind hin und her geworfen. Ja, das ist mal das eine. Das andere ist allerdings ein Perspektivenwechsel, der ganz wichtig ist, um gewisse Dinge zu betrachten. Es geht nämlich darum, dass wir erkennen, dass alles, was geschieht, alles, was uns berührt,
ob das jetzt etwas im Außen ist oder ob das Dinge sind im Inneren, dass diese Dinge immer für uns sind. Ja? Nichts ist gegen uns. Alles ist für uns auf dem Weg der Entwicklung der Seele, nämlich zu ihrer vollumfänglichen Entfaltung. Alles ist wichtig für uns, für die aktuelle Situation. Wenn uns etwas berührt, emotional berührt, Ängste hervorruft oder gewisse Muster aktiviert in uns, dann ist es etwas, was wir uns noch genauer anschauen dürfen. Ja, wir dürfen uns diesem Aspekt in uns, der sich darüber zeigt, einfach nochmal widmen und damit im Frieden sein. Ja. Was meinst du mit anschauen? Anschauen ist, diesen Aspekt zu beleuchten. Einfach mal diesen Aspekt, den Glaubenssatz, die Gedanken und die damit verbundenen oder daraus entstehenden Emotionen einfach mal sein zu lassen. Ja, damit nichts zu machen. Nicht wie viele Menschen es machen, es einfach wegzudrücken oder zu unterdrücken oder runterzuschlucken mit Alkohol oder mit übermäßigem Essen oder mit Konsumsucht oder mit irgendwelchen Ablenkungen, ne, im Außen. Sondern einfach mal gerade dazustehen und das in sich mal zu beobachten. Was macht es mit mir? Was macht diese Nachricht im Außen mit mir? Oder was macht diese Lebenssituation mit mir? Und wenn wir uns voll und ganz darauf einlassen, ja, dann wird diese Situation beleuchtet, sie wird gesehen. Ja, und dadurch können sich diese Energien in uns ausschwingen und integrieren. Ja. Und was passiert, wenn diese Dinge in uns integriert sind? Es führt dazu, dass sie uns nicht mehr unter Anführungsstrichen drangsalieren, sondern dass sie zu unterstützenden Energien werden. Wir kommen zunehmend mit dem, was da ist in uns, was sich zeigt, in Frieden. Ja, genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht um Frieden. Keinen Widerstand mehr, nicht wegdrücken oder unterdrücken, nicht dagegen ankämpfen, sondern im Frieden sein. Und das ist für mich auch das sehr Interessante. Könntest du mal den Zusammenhang beschreiben? Also erstmal, wie wirkt denn die Energie, die ich selber in mir habe, also auf mich selber, aber auch auf mein Umfeld. Wie wirkt das? Also definitiv, wir sind ein Energiekörper. Also wenn man recht weint, dann merkt man mal, boah, was das für ein Energiekörper ist. Oder auch, wenn man sehr verliebt ist. Dann, also definitiv, wir erzeugen viel, viel Energie in uns. Jeder, jeden Tag, jeder Mensch hier auf der Welt. Und wie wirkt dann die Energie, die ich jetzt zum Beispiel ausgelöst durch Ängsten etc., wie wirkt die auf mein System, auf meinen Körper und wie wirkt die dann auch auf außen? Natürlich, Angstenergie ist zusammenziehend. Ne? Angst macht uns klein, macht uns angreifbar. Ja? Und wir als Menschen senden diese Frequenz nach außen und werden entsprechend dem, was wir im Innen tragen, auch im Außen diese Resultate sehen. Das Außen ist immer ein Spiegel. Ja, genau. Genauso geben wir als einzelner Mensch, als Volk, als Menschheit generell immer uns selbst in die Matrix. Und letztendlich ist die weltpolitische Bühne, ja, die wir jetzt erleben, auch ein Spiegel oder nichts anderes als ein Spiegel von dem, wie die gesamte Menschheitsmatrix aktuell aussieht. Ja? Das heißt, wenn wir einfach Angst haben, dann geben wir das in die Matrix. Wenn wir allerdings uns um diese Angst selber mal kümmern, ja, und mal schauen, sie einfach mal beobachten. Wir müssen nicht unbedingt auch gedanklich immer erfahren, was ist jetzt der Hintergrund. Zumindest nicht bei allen Dingen. Sondern wir lassen sie einfach mal sein. Ja? Und dann schwingt sich das aus. Und je mehr sich das ausschwingt, umso mehr integrieren sich auch diese Energien, die in uns sind, in unser Ganzes. Und umso ganzer werden wir, umso kraftvoller werden wir. Denn diese Energien werden zu unterstützenden Energien. Ja? Also wir werden dadurch stärker. Ich verwende da immer gern ein Beispiel mit dem Baum. Ne? Wir sehen die Baumkrone, die wunderschön ist und die uns alle erfreut. Aber dieser Baum, der kann nur so schön sein und sich so in alle Richtungen ausbreiten, wenn er ein ganz tiefes Wurzelwerk hat. Weil diese Wurzeln halten ihn fest im Boden. Er würde sonst bei dem nächsten großen Windstoß umfallen. Und den wird es nicht mehr geben, diesen Baum. Ja? Das heißt, wir brauchen das Helle und das Dunkle gleichwertig. Ja? Es ist auch gleichgültig im Sinne von, alles ist gleich. Ja? Das Tiefe, das Dunkle gibt uns die Wurzeln. Ja?
Und das Helle, das Licht, bringt uns dann in die Ausdehnung. Es ist beides immer eins. Ja? Und wir verbinden beides, indem wir das, was in uns sich da zeigt, auch wenn es mal schmerzvoll ist oder leidvoll, indem wir es einfach mal sein lassen. Wie ein Kind sozusagen, das wir in den Keller sperren, das schreit, weil wir es nicht haben wollen. Wenn wir die Türe aufmachen und diese Kinder dann in den Arm nehmen, was passiert? Sie werden aufhören zu schreien. Ja, genau. Ja. Ich finde, ein gutes Beispiel ist dann, wenn man jetzt zum Beispiel als Frau, wenn man jetzt, man macht immer Diäten, das wird nicht funktionieren, weil du verbietest dir es, du wirst dann irgendwann zunehmen. Aber wenn du dir alles Essen erlaubst, dann wirst du einfach ein normales Gewicht haben. Oder wenn du jetzt einem Kind immer was verbietest, das wird so einen Fokus darauf richten, wenn du alles, was du wegdrängen willst, das wird mehr. So ist es einfach. Ja? Genau. Und das ist schon wichtig, aber damit, das heißt konkret. Was heißt das konkret? Praktisch, ich bin immer für praktische Anwendungen. Also ich lebe hier und ich bekomme mit, zwei Leute diskutieren über Politik, es schaukelt sich hoch, der eine möchte aussteigen aus dem Ukraine-Krieg, der andere möchte noch mehr Waffenlieferungen, und weil sonst ist der Frieden in Deutschland in Gefahr und so weiter. Und jetzt eine Riesendiskussion, und was mache ich praktisch? Nicht einfach weggehen oder praktisch Thema ist wechseln? Die Neutralität. Alles, was da gesagt wird, einfach sein zu lassen. Mhm. Ja. Ja, es nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen. Ja. Ja. Weil sobald wir das tun, sind wir im Widerstand und sind wir selber im Kampf und verstärken dadurch auch die Matrix oder ja, die Kriegsenergie, wenn man so will. Ja. Das heißt, der Frieden beginnt immer in uns selbst. Wir selbst sind auch letztendlich der Frieden. Und daran dürfen wir uns immer mehr erinnern und es auch immer mehr leben. Natürlich, Frieden ist eine Frage des Bewusstseins. Ja? Und es geht nicht im Fingerschnippen oder im Handumdrehen, dass man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt Frieden. Wenn man in sich selbst noch nicht aufgeräumt hat, wenn man sich selbst ablehnt, wenn da Dinge sind, wogegen man sich selbst kämpft, ja? Ob es der eigene Körper ist oder ob es der Partner ist oder ob es der Chef ist oder irgendein Lebensumstand. Nein, es geht um den Frieden. Es gibt ja dieses Sprichwort, das alle kennen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja? Wenn also jetzt hier das Gegenüber voll auf Konfrontation, auf Widerstand ist, ja, und du selbst nimmst nicht teil daran, weil du neutral bist, ihn einfach sein lässt, dann ist vorbei mit Krieg. Ja. Ja? Krieg braucht immer zwei Seiten. Ja? Einen, der angreift, und einen, der sich verteidigt, oder beide, die angreifen, je nachdem, beide, die kämpfen. Wenn aber der andere nicht hingeht, ja, dann kann der eine nur mit sich selbst kämpfen, aber dann ist vorbei. Ja, ja. Das heißt, indem wir in uns Frieden schaffen, eine gewisse neutrale Position einnehmen, auch in uns, Frieden schaffen damit, erzeugen wir auch im Außen Frieden. Und das ist das, was jeder von uns beitragen kann. Wir tragen das alles in uns. Und das ist sogar ein viel, viel wichtigerer Beitrag, als nach außen zu gehen und für den Frieden zu demonstrieren. Denn wenn sich das Bewusstsein der Menschen nicht verändert, wird es niemals im Außen Frieden geben. Es funktioniert nur, wie alles andere, aus uns selbst heraus. Wir sind es selbst. Genau. Und das Gute ist, wie du jetzt vorher gesagt hast, mit dem ganz bei sich bleiben. Man kann ja schon bei sich anfangen. Zum Beispiel, ich finde auch, es war ein gutes Beispiel mit der oder mit dem Frieden mit seinem eigenen Körper sein. Jetzt ist natürlich so, der Körper wird älter und der kriegt natürlich was. Also ich zum Beispiel brauche jetzt eine Lesebrille bald. Aber am Anfang war das schlimm, aber okay, also aber das ist jetzt ein Witz dagegen, wenn jemand wirklich schwer krank ist. Nur, so ist es, aber vieles funktioniert ja noch. Und also da auch im Frieden mit sich selber sein, mit seinem Körper, auch wie er ausschaut. Kennen ja viele, die da sehr unzufrieden sind und auch ihren Wert davon abhängig machen. Mhm. Also dieser innere Frieden mit mir könnte dann vielleicht so wirken, dass Menschen, die mir begegnen, einfach durch meine Ausstrahlung merken, aha, dass es einfach auf sie sich überträgt, meine friedliche Haltung meinem Körper gegenüber oder der politischen Situation gegenüber. Könnte man das so sagen? Der eine fängt an und der nächste macht's nach.
oder der, dem ich begegnet bin. Und plötzlich machen alle mit, wie ein Mikado-Spiel. Natürlich, vor allem mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Wir sind da in einem Energiefeld. Auch wenn wir jetzt hier einen Austausch miteinander haben, dann teilen wir dieses Energiefeld. Mhm. Und natürlich wird im positiven Sinne die Energie des anderen jeweils auf den anderen in gewisser Weise überschwappen. Mhm. Ja? Also wir tauschen einander aus. Und natürlich, alles hat einen Einfluss. Aber um nochmal auf das Beispiel mit dem eigenen Körper zurückzukommen, ja, auch das ist im Friedensein, auch mit dem Alterungsprozess im Friedensein, auch mit dem irdischen Leben, ja, das letztendlich vergänglich ist, was die Physis anbelangt. Ja. Aber wenn wir es wiederum aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich, dass wir als Wesen unsterblich sind, das, was wir wirklich sind, das hat keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Das ist, nämlich es ist göttlich. Wir sind selbst ein göttliches Wesen und Teil des All-Einen. Mhm. Ja? Und werden auch nie etwas anderes sein. Jeder von uns ist nur ein individueller Ausdruck, einer von Trilliarden und Abertrilliarden verschiedenen Ausdrücken des All-Einen. Und der Gedanke bringt mich dann auch immer wieder zum Schmunzeln, weil wenn alles das All-Eine ist und es nichts anderes gibt, ja, warum sollen sich dann Wesen bekriegen? Das ist die Frage. Weil warum soll Gott, der wir alle sind, gegen sich selbst kämpfen? Mhm. Warum soll Gott sich selbst etwas wegnehmen, ja, oder einen Mangel gegenüber jemandem anderen empfinden? Es ist schlicht unmöglich. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, kann es einfach nur diesen All-Einen Frieden geben. Ja, und wenn man sich selbst auch in schwierigen Situationen diese Tatsache immer wieder vor Augen führt, ja, indem man atmet, indem man bei sich ankommt und weiß, alles ist gut, alles ist für mich, alles ist das All-Eine, ich bin es selbst, ja, dann ist wirklicher Frieden möglich, auch dann ist wirkliche Vergebung möglich, weil man weiß, aha, der andere ist einfach nur ein Triggerpunkt für mich, weil er für mich etwas aufzeigt. Er zeigt mir ein Thema. Er zeigt mir ein Thema. Es ist also ein Geschenk. Ja? Und es ist nicht der, der bekämpft oder sogar vernichtet werden muss. Ja. Also es ist ja auch eigentlich so, wie soll ich denn sagen, wir sind Seele. Wir sind die Seele und unsterblich. Und wenn man sich das bewusst macht, dann aus welchem Grund sollte ich denn dann überhaupt Angst haben um meinen Körper oder Angst haben, dass ich zu wenig Geld habe oder Angst haben, dass mir jemand anderer was wegnimmt? Also es geht letztlich um die Desidentifikation mit dem Verstand und mit seinem Menschsein oder das gehört mir, also mit seinem Menschsein. Es geht eigentlich darum, sich mit der Seele zu verbinden und zu identifizieren mit der Seele, die ewig ist, oder? Habe ich das so ganz richtig genau verstanden? Ja? Und sich letztendlich wieder voll und ganz daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Mhm. Indem wir uns sukzessive, auch das ist ein Prozess natürlich, das geht auch wieder nicht im Handumdrehen, indem wir uns immer mehr daran erinnern, immer wieder und immer wieder, wer wir wirklich sind, ja, umso mehr übernehmen wir für alles die Verantwortung in unserem Leben, umso mehr erkennen wir, worum es wirklich geht, umso mehr erkennen wir diese absolute Verrücktheit, ja, die hier in dieser Welt stattfindet, wenn wir uns nur im Außen orientieren, wenn wir uns vielmehr auf unser Inneres orientieren, auf unser wahres Wesen, auf unseren Kern und daraus heraus handeln, ja, dann entsteht einfach von Natur aus Frieden, weil wir es selbst sind. Wir sind die Natur. Und die Natur, das Göttliche, ja, da gibt es viele verschiedene Synonyme, ist Frieden, ist Liebe, ja, ist letztendlich alles. Und das sind wir selbst. So wie du sprichst, ist es auch eine sehr hohe Schwingung, diese Energie. Ja? Also jetzt bist du ja ein Experte für Energie. Wie kann denn unser Zuschauer zum Beispiel seine eigene Energie auf Harmonie so mal einschwingen und damit auch eine höhere Schwingung ausstrahlen? Also wenn wir jetzt mehr Frieden bei sich selbst haben und auch ins Feld bringen. Der Same, der Ursame ist immer die Absicht. Ne? Ah. Das ist unsere Urschöpfung. Mhm. Wenn wir wirklich aus tiefstem Herzen heraus diese Absicht setzen, ja, es ist jetzt genug des Kampfes. Genau. Ja, und ganz bewusst, immer achtsamer die nächsten Schritte setzen.
achtsam auch auf das schauen, was sich in uns zeigt, auf alle Gefühle, alles annehmen und akzeptieren, dann sind wir auf diesem Weg. Und das geht bei dem einen Menschen schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Aber jeder ist auf seinem Weg. Aber der Ursame, der erste Schritt ist immer unsere eigene Schöpfung und das ist der tiefe Wunsch aus unserem Herzen, ja, das zu tun. Wenn es nur aus dem Kopf entsteht, dann hat das kaum Kraft. Ja, wir werden das auch nicht durchhalten. Ja. Das muss wirklich so weit sein, dass wir aus unserem Herzen es entscheiden. Und auch das ist ein Schritt, ein Prozess dahin, dass wir so weit sind. Es kann im Moment also, in der Theorie ja, in der Praxis wird es sehr, sehr schwer sein, dass ein Mensch, der sich noch überhaupt nicht mit diesen Dingen beschäftigt hat, dem das völlig einerlei ist, jetzt entscheiden, ich bin Frieden. Das ist nahezu unmöglich, ja, weil das eben ein Prozess ist. Frieden ist eine Frage des Bewusstseins. Klar. Ja. Ich finde, es ist ganz wichtig, jetzt das Entscheidende bei dem Ganzen ist doch so, dass es sind meine Glaubenskonstrukte und mein Denken. Mhm. Aber das ist ja kollektiv. Ups, das ist ja kollektiv. Mhm. Das ist ja in den Regierungen, das hat die Ukraine und der Putin und alle oder die Hamas und die israelische Regierung. Jeder, also, und jeder Mensch hat ja dieses Glaubenskonstrukt und das Entscheidende ist die Bewusstheit, aha, das glaube ich. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube das nicht mehr, dass ich Angst haben muss, dass es zu wenig ist, sondern es wird für alle reichen. Das Entscheidende ist doch, oder das Entscheidende ist, das nicht mehr zu glauben, was da so im Unterprogramm für einen Computer, im Computer praktisch das Programm, das da abläuft, oder im Unterbewusstsein, das Programm nicht mehr zu glauben und dann mich mit Absicht auf das andere Ziel, auf den Frieden hin auszurichten, oder? Also die Bewusstwerdung ist das Entscheidende bei dem. Das ist das Entscheidende. Es ist ja, das glaube ich einfach nicht. Das, was die Menschen wirklich klein hält oder das wirksamste Machtinstrument, ist es ja, die Menschen im Außen und in der Angst zu halten. Genau. Ja? Wenn die Menschen dieses Konzept, das ihnen aufoktroyiert wird förmlich, über die Medien, auch über die Schulsysteme, über das politische System, wenn die Menschen hier aussteigen und sich selbst immer mehr bewusst werden, dass das nicht das ist, was sie wirklich sind, ja, dann beginnen die Menschen alles zu hinterfragen. Ja, und sie beginnen auch sukzessive immer mehr auf sich selbst, auf ihre eigene innere Wahrheit zu hören. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an, ja, dass wir jetzt zum Impfen gezwungen werden? Nahezu. Fühlt sich es richtig an, was hier in der Zeitung steht? Genau. Oder fühlt es sich richtig an, was der Chef gerade sagt? Mhm. Ja? Wir werden also immer mehr zu unserem eigenen Chef. Ja? Wir übernehmen unsere eigene Verantwortung. Mhm. Mhm. Wir nehmen die Macht dadurch zu uns zurück. Ja? Und indem wir das tun, können wir auch immer mehr für uns selbst die Verantwortung für das, was sich in uns zeigt, übernehmen. Mhm. Und so lösen wir uns sukzessive aus diesen eigenen Belegungen. Ja, genau, so oder wir entwickeln uns wieder zu dem wahren Wesen, das wir im Kern ja immer sind. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist der Weg. Das ist auch der Weg zum tiefen, andauernden Frieden, und dass sich in jeder Welt von jedem Einzelnen, aber auch in der gesamten Menschheit dieser Frieden im Außen zeigt. Mhm. Wenn wir in Konflikte im Außen einsteigen und wenn wir uns dadurch davon noch verstricken lassen, dann dürfen wir in uns noch das ein oder andere Thema anschauen. Aber auch das werden wir sukzessive lösen. Das ist jetzt die Zeitqualität und es geht darum, wirklich zu erkennen, je kriegerischer es im Außen wird, dass der Frieden immer da ist, nämlich in uns. Und was gibt es jetzt ganz praktisch für Möglichkeiten, um sich selber, also seine eigene Energie, seinen eigenen Frieden in sich selber und auch kollektiv dann zu verstärken? Jetzt beschäftigst du dich so viel mit Schwingung und Energie. Was gibt es für Möglichkeiten? Also die wichtigste Möglichkeit ist zunächst mal, du hast ja viele so gut wie keine oder nur in verträglichem Maße Medien zu konsumieren. Das ist das eine. Das andere ist unbedingt Rückzug, ja, um mit sich selbst sein zu können, um nicht ständig von irgendetwas abgelenkt zu sein. Ob das, die Bar ist am Abend, ob das das Radio ist untertags, ob das, keine Ahnung,
irgendwas ist, ja, Konsum, Einkaufen, dies und das, wenn wir ständig im Tun sind, ja, dann verlieren wir oder können diesen Bezug zu uns selbst nicht herstellen. Wir hören uns selbst nicht mehr. Das ist das Wichtigste. Ganz wesentlich, wenn jemand die Möglichkeit hat, in der Natur zu sein, unbedingt jeden Tag für eine halbe Stunde in der Natur zu sein, sich immer wieder dann auch rauszunehmen, auch in der Arbeit, für ein paar Minuten mal tief zu atmen und ganz bewusst mal nichts zu tun. Vielleicht einfach mal Luftlöcher starren und einfach mal zu sein und sich selbst dann auch immer wieder Ruhepausen zu können, sich zurückzuziehen. Ja? Das ist ganz wichtig. Erst in dem Getöse können wir uns selbst nicht hören, erst in der Ruhe. Ja, nehmen wir uns immer mehr wahr. Ich muss mal sagen, bei mir ist es so, wenn ich sehr viel Stress habe und sehr viel unter Zeitdruck bin, da kann es sein, dass ich gar nicht mehr friedlich bin. Also auch wenn mich jemand was fragt, den schreie ich dann an, weil ich so unter Druck bin, obwohl ich ja eigentlich ein netter Mensch bin. Also dieses Ausspannen in der Natur sein und auch runterkommen ist auch ganz wichtig für das Friedensbewusstsein. Oder? Absolut. Ja. Denn je mehr wir bei uns sind, umso mehr sind wir auch das, was wir sind. Und wir sind Frieden. Ja? Jeder Mensch ist Frieden. Die Natur ist Frieden. Ja? Wenn wir nicht bei uns sind, erst dann entsteht Unfrieden. Ja. Ja? Erst dann entsteht Angst. Erst dann entsteht Projektion und das Gefühl von Mangel. Ja? Dann sind wir nicht in unserer Kraft. Und das wird natürlich ganz bewusst auch versucht. Aber selbst das hat, wenn man das wieder ganzheitlich aus einer anderen Perspektive betrachtet, einen ganz wichtigen Grund. Denn auch das ist für uns, ja, aus höherer Perspektive betrachtet. Denn das zeigt uns nämlich auf, das, was wir nicht sind. Erst dadurch ermöglicht es uns wiederum zu erkennen, wer wir wirklich sind. Jetzt hast du ja mit deiner Firma auch Produkte entwickelt, die uns praktisch unterstützen darin, selber harmonischer zu werden und auch einfach ein höheres Bewusstsein, also besser in sein eigenes höheres Bewusstsein zu kommen und einfach eine Harmonie zu spüren und auch einen Frieden innerlich zu spüren. Das Interessante ist jetzt, wie kamst du denn dazu, das überhaupt zu entwickeln? Das Ganze ist ein Prozess und es hat viele Jahre angedauert und ich war selbst in einer sehr, sehr schwierigen Situation, wo sich mein Leben völlig verändert hat. Das heißt, ich habe mein altes Leben vollkommen verloren, auch all das, was ich besaß, all das, was mir damals in meinem früheren Leben sozusagen wichtig war, ist weggebrochen. Und ich hatte ein schweres Burnout und ich konnte viele Monate nicht mal mehr aufstehen. Also ich war wirklich komplett am Sand. Wenn meine Eltern mich finanziell nicht immer wieder unterstützt hätten, ich wäre wahrscheinlich unter der Brücke gelandet. Und in diesem Moment oder in dieser Zeitspanne ist in mir dieses Bewusstsein so gereift, dass ich nur noch das machen kann, was wirklich aus mir kommt, was aus meinem Herzen kommt. Und sobald ich ganz tief für mich entschieden habe, ja, ich gehe diesen Weg, ja, egal was andere Menschen sagen, egal was die Gesellschaft sagt, was da vorgegeben wird, dann haben sich die Türen zu öffnen begonnen. Und dann kam sukzessive das eine zum anderen. Dann habe ich plötzlich Menschen getroffen, die mir immer wieder einen Schritt weiter geholfen haben. Und letztendlich hatten wir dann etwas entwickelt. Da ging es um Elektrosmog-Transformation. Und das war auch schon ein recht gutes Produkt. Und ich saß da mit meinem Kollegen zusammen und wir haben uns gefragt, wie heißt denn das Ding? Und plötzlich ist es mir herausgebrochen, Sternenlotus. Ich habe nicht darüber nachgedacht, aber in dem Moment, als ich das gesagt habe, hat sich ein Kanal geöffnet. Es ist enorme Energie geflossen. Eine Eingebung, ja? Ja, auch viele Informationen. Und es hat dann über Wochen angedauert. Und ich habe dann versucht, diese Informationen dann umzusetzen und sukzessive auch zu testen, was ist denn das? Und dann habe ich festgestellt, naja, das ist ja nicht nur etwas, was Elektrosmog vollständig vitalisiert und harmonisiert, sondern es ist etwas, es sind Frequenzen und Energien, die uns selbst, die Menschen, immer mehr daran erinnern, wer sie wirklich sind. Ja? Und dadurch in ihre Kraft begleiten. Und das ist der Sternenlotus. Und so war diese Entwicklung. Also es war letztendlich ein Prozess, der dann in dieser
ja, in dieser Öffnung sozusagen gegipfelt hat. Aha. Magst du ihn mal zeigen, bitte für die Zuschauer, weil jetzt jemand hier dabei ist und ihn gar nicht, also es ist auch wichtig. Ja. Genau. So schaut er also aus. Genau. Und was ist denn in diesem Sternenlotus, also in dieser Holzplatte, also schön ausschauen, also harmonisch ausschauen auf jeden Fall. Ja. Sofort. Was ist da verarbeitet? Also die Materie ist nur Mittel zum Zweck sozusagen. Mhm. Ne? Entscheidend sind die Frequenzen, wenn man so will, die Software. Genau. Und die Software ist hier in dieser Holzplatte eingearbeitet und da sind die Frequenzen drin. Und diese, über die Materie kann jeder Mensch, egal wo er gerade steht in seinem Leben, ob er gerade auf seinem Weg begonnen hat, auf seinem Bewusstseinsweg oder ob er schon sehr weit ist, damit arbeiten. Mhm. Ja? Und jeder kann sich dann das nehmen, was er gerade für seinen Weg braucht. Es sind enorm hochschwingende Frequenzen. Wir sprechen hier in Bovis-Werten ausgedrückt. Genau. Vielleicht sagt das einigen Zusehern was. Erklär noch mal, was ist Bovis, wenn es jemand nicht weiß. Also Bovis ist eine Maßeinheit für Lebensenergie. Ein gesunder Mensch oder ein Bio-Apfel vom eigenen Baum aus dem Garten hat in sich in etwa 30.000 bis 40.000 Bovis. Ja? Hier sprechen wir von Bovis-Werten von 16 bis 18 Millionen Bovis. Ja. Mhm. Und das macht was mit uns. Ja. Mhm. Es holt uns wirklich da ab. Es bringt Felder in Bewegung, auch in uns, die bis dato wir nicht anschauen konnten. Auch tiefsitzende Dinge wie Traumata zum Beispiel in uns kommen in Bewegung und wir haben sukzessive die Kraft, das anzuschauen und dadurch, oder zu beleuchten, gefällt mir als Begriff besser, und es dadurch in uns zu integrieren. Mhm. Ja. Es ist also eine sehr, sehr gute Wegbegleitung in diesem Transformationsprozess, in dieser Zeit und kann uns, egal wo wir gerade stehen, sehr, sehr gut unterstützen. Mhm. Ja. Jetzt ist es so, dass Menschen, die vielleicht sehr feinfühlig sind, können das wahrscheinlich mehr wahrnehmen als jemand, der jetzt sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat. Aber trotzdem, wie arbeitet man dann mit dem Sternenlotus? Es ist so, dass man ihn dann bei sich hat im Bett, wenn man schläft, oder man hat ihn einfach in der Wohnung, oder wie arbeite ich damit? Am besten ganz intuitiv, ja, weil die Intuition, die sagt uns immer, was für den Moment für uns gerade richtig ist. Mhm. Ja. Wir dürfen auch wieder lernen, auf diese Intuition in uns, dass eine höhere Intelligenz wieder zu hören, ihr den Wert zu geben, den sie wirklich darstellt. Meistens arbeiten die Menschen damit, dass sie den Sternenlotus unter ihre Füße geben. An den Füßen bilden sich ja alle Körpersysteme ab, von Organen über Nervensystem, Meridiansystem, auch die Fußchakren. Mhm. Und über diese Energiepunkte, auch über die Chakren, kommen die Frequenzen in unser ganzes System, physisch wie feinstofflich. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass wir darauf achten, was uns das Gefühl wieder sagt. Wenn es nach 2 Minuten bereits genug der Frequenzen ist, dann bitte runtergehen vom Sternenlotus. Und wenn das Gefühl sagt, nach einer Stunde, es ist so herrlich, dann bitte draufbleiben. Mhm. Also jeder Mensch ist hier in seiner eigenen Verantwortung, was die Anwendung des Sternenlotus betrifft. Denn auch jeder ist auf seinem individuellen Level. Wir können unsere 8 Millionen Menschen, die wir sind, aktuell auf der Erde, wenn es denn stimmt, laut Statistik, da ist jeder auf seinem ureigenen Level. Wir können uns selbst nicht vergleichen. Mhm. Darf ich dich mal fragen, wieso hast du denn überhaupt wieso hast du deine Firma? Was ist deine Vision? Wieso arbeitest du da? Wieso bietest du das an und wieso arbeitest du das? Weil du könntest ja auch als einfacher Journalist weiterarbeiten, so wie deine frühere Karriere war. Mhm. Wieso machst du das? Es ist einfach ein Gefühl und ein innerer Antrieb, diese Frequenzen jetzt an möglichst viele Menschen weiterzureichen, gerade in dieser Zeit. Ja. Weil der Sternenlotus vielen helfen kann, eben in die eigene Kraft zu kommen, sich selbst zu entfalten. Das ist das Wesen der Zeit und das ist mein Antrieb, das zu tun. Und deswegen sitze ich hier und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Danke übrigens auch für die Einladung, dass dadurch über den Sternenlotus viele Menschen erreicht werden und sich selbst sukzessive erkennen. Es geht ja auch im Leben um die Sinnhaftigkeit eines Lebens. Du hast es jetzt gerade beschrieben, für dich macht es dann für dein Leben Sinn, eben diese Frequenzen weiterzugeben. Glaubst du denn, wenn jeder Mensch seinem eigenen Lebenssinn nachgehen würde, dass dann mehr Frieden in der Welt herrschen würde? Unbedingt. Das ist das Ziel. Denn wenn wir immer mehr wir selbst sind und dieses Selbst in uns auch in vollem Umfang ausdrücken und uns einlassen auf das,
und das Göttliche zum Ausdruck bringen, dann kann nichts anderes entstehen als viel mehr Frieden, als viel mehr Freude und ein erfülltes Leben. Und wenn wir erfüllt sind, wie der Name schon sagt, dann gibt es auch keinen Mangel. Warum soll ich dann um irgendetwas kämpfen oder irgendetwas versuchen zu erreichen, wenn ich weiß, ich habe ja ohnehin schon alles in mir. Ich bin ja alles. Ich brauche den Nachbarn nicht beneiden, weil er schon wieder ein neues Auto hat oder jetzt den nächsten Traumurlaub vor sich hat. Im Gegenteil, ich kann mich mit ihm freuen. Der Nachbar ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Also fantastisch. Ja? Ich bin erfüllt, ich bin zufrieden, also auch im Frieden. Genau. Ja? Und ich bin alles. Ja? Ich kann mein Leben in vollem Umfang genießen und auch in voller Kraft. Also ich kann noch mal sagen, ein erfülltes Leben zu leben, das bedeutet nicht, dass ich viel Geld haben muss. Und das bedeutet nicht, dass ich prominent werden muss. Oder das bedeutet nicht, dass ich 100 Häuser habe. Sondern es bedeutet eigentlich doch das ganz Individuelle, meine individuelle Energie, die mir die Seele in diesem Leben beschert, meinen eigenen individuellen Ausdruck auszudrücken. Sich selbst zu entfalten. Auch die Zuschauer, jeder, der jetzt zuschaut, jeder hat einen ganz eigenen Lebenssinn. Und darum geht es doch. Und das führt doch zu mehr Frieden. Genau, es geht darum, sich selbst in vollem Umfang zu leben. Das ist das Ziel von jeder Seele in dieser Inkarnation. Gerade die Seelen, die jetzt hier inkarniert sind, haben zum Großteil das Ziel, die Zeitqualität zu nutzen, diese starke Anhebung der Frequenzen auf der Erde, weil sie sich dadurch erkennen können, im physischen Körper und dadurch in dieser Inkarnation, also im Fleisch, Inkarne, leben können. Mhm. Ja? Und das ist das höchste Ziel und das höchste Glück, die höchste Erfüllung. Ja. Wenn da jetzt auch materielles Glück und Fülle dazukommt, dann kann das sehr erfüllend sein und unterstützend. Materielle Fülle ist aber letztendlich nichts im Sinne von Glück, wenn wir selbst uns nicht leben. Da entsteht nur Leere. Ja, wenn wir selbst erfüllt sind von innen heraus, ist das Tüpfelchen auf dem I. Letzte Frage. Mit welchen Themen kann man denn zu dir kommen, jetzt zu deiner Energiearbeit jetzt, oder das, was du anbietest? Ist es denn dann nur für einfach, wenn man jetzt mit sich selber arbeitet, oder ist es auch für mehr Erfolg, mehr beruflichen Erfolg, für eine neue Arbeitsstelle, für eine neue Berufung, für den Lebenspartner finden oder für Gesundheit oder wieder gesund werden, wenn ich krank bin? Also mit welchen Themen kann ich zu dir kommen dann? Grundsätzlich mit allem. Ja. Wenn ich immer mehr weiß, wer ich selbst bin, dann werden sich all diese Dinge, ob das die Arbeit ist, ob das der Wohnort ist, ob das der Kinderwunsch ist, was auch immer, all das wird sich sukzessive entblättern und zeigen, ja, und das, was uns wirklich erfüllt. Ja. Und es geht hier wirklich um den Kern. Es geht nicht um Wunsch erfüllen, nicht um die nächste Ausgabe von, Wünsche ans Universum und ich wünsche mir jetzt hier den Parkplatz oder den neuen BMW oder was auch immer. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich die eigene Göttlichkeit zu erkennen. Es geht wirklich an die Essenz, auf gut Deutsch gesagt, ans Eingemachte. Na, bin ich bereit dazu? Bin ich bereit zu wirklichem Glück? Und habe ich den Mut, mich selbst in vollem Umfang zu leben, meine Größe wirklich auch zuzulassen, zu mich lieben, zu zeigen mich und zu lieben. Auch, ganz genau. Mhm. Dann ist man beim Sternenlotus richtig. So schön, ganz herzlichen Dank vielen Dank für die Entwicklung dieser Arbeit, dass du deine Frequenzen weitergibst und für dieses wunderbare Gespräch. Dank dir sehr. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, also das war jetzt sehr berührend. Ich habe auch die Harmonie und den Frieden gespürt gleich im Kontakt mit dem Nikolaus Lackner. Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen beim Welt im Wandel Kongress im Oktober. Da ist das ganze Team da und da gibt es wieder ganz tolle Themen und Referenten und Vorträge. Ihr werdet viel erleben, auch viel Harmonie und Bewusstseinsarbeit. Und es wäre wunderschön, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Interview. Bis bald. Eure Bettina. Ja.